So, Freunde, erstmal nicht wundern, wir haben hier solche Mikros, damit ihr uns besser versteht, wir weiter nach hinten gehen können und das Ganze hier einfach etwas besser aussieht und das Mikro einfach besser klingt. Genau, wir nicht wundern, warum jetzt diese Kabel dran ist, wir wollen es auch erstmal testen, wenn es so klappt. Ihr könnt aber gerne Feedback dazu in die Kommentare schreiben. Wie? Und ja, ist das Handy schief? Nee, eigentlich nicht. Okay. Auf jeden Fall, Leute, jetzt. Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein Perioden-Update, denn es gibt Neuigkeiten. Ihr habt es wahrscheinlich im Titel sowieso schon gesehen, deswegen müssen wir es auch gar nicht sehr spannend machen. Aber ja, ihr habt uns ganz viele Fragen auf Instagram gestellt. Wir haben Fragesticker reingemacht. Und wenn ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, Leute, dann solltet ihr es dringend tun, denn dort sind wir einfach am aktivsten. Dann auf YouTube merkt ihr, komm, probieren wir eigentlich jede Woche ein Video hochzuladen. Nur es ist nicht immer leicht, weil es YouTube wirklich extrem viel Zeit in Anspruch nimmt. Denkt man vielleicht gar nicht. Aber ich sag mal, Instagram, TikTok geht halt einfach mal deutlich schneller. Die erste Frage, habt ihr eine Blutentnahme zur Bestimmung des Östrogenspiegels gemacht? Ja. Uns wurde bisher von der Frauenärztin zweimal Blut abgenommen. Beim letzten Termin wurde uns auch Blut abgenommen. Mhm. Wann war das? Wir haben jetzt eigentlich bald wieder einen Frauenarzttermin, oder? Ich glaube am 18.8., also wirklich in zwei, drei Wochen. Also hatten wir ungefähr vor zwei, drei Monaten unseren letzten Frauenarzttermin. Dort wurde uns Blut abgenommen und dort wurde was festgestellt? Dass dass die Hormonwerte besser geworden sind. Sie sind zwar immer noch unter dem Spiegel, also unter dem Durchschnittsspiegel, aber auf jeden Fall besser geworden als zum letzten Mal. Das letzte Mal war vor einem Jahr ungefähr. Kam jemals eine Klinik in Frage bezüglich der Essstörung? Nochmal zum Thema Essstörung. Ihr wisst ja, dass wir, wann war das? Vielleicht vor 3 Jahren oder vor zweieinhalb Jahren? Vor zweieinhalb Jahren. Also nochmal by the way, für die, die neu sind, ich oder wir haben seit, um genau zu sein, 940 Tagen unsere Periode nicht mehr. Also seit über zweieinhalb Jahren. Und ich, Annabelle, hatte im Dezember zwischendurch einmal meine Periode, das heißt, ja, theoretisch hatte ich sie jetzt nicht mehr so lange. Aber seitdem hatte ich sie jetzt auch nicht mehr. Das heißt, ich bin jetzt auch wieder in Amenorrhoe auf jeden Fall gerutscht. Als das Ganze anfing, vor guten zweieinhalb Jahren, haben wir einfach zu wenig Kalorien gegessen. Auch davor schon. Aber bis unser Körper das dann eingestellt hat, hat es dann so 3-4 Monate gedauert. Deswegen haben wir davor auch schon, also insgesamt vor 3 Jahren schon angefangen, gehabt, wirklich wenig Kalorien zu essen. Wir hatten das ja alles dokumentiert sowieso. Ja. Also es waren einfach zu wenig Kalorien, so 1400 unter unserem Grundbedarf. Und zu viel Stress, zu viel Bewegung und so weiter. Also es vielleicht waren es gar nicht so wenig Kalorien. Also, aber für uns sind zum Beispiel 1800 Kalorien viel zu wenig gewesen dafür, dass wir trainiert haben, 20.000 Schritte gemacht haben. Also es war einfach unnormal krass. Wir hatten super Stress. Wir haben halt auch zu wenig Fett konsumiert, also irgendwelche Omega-3-Fette oder, keine Ahnung, Erdnüsse oder einfach, wo man halt Fett bezieht. Das haben wir halt alles nicht gegessen, weil wir dachten, Fett ist gleich Fett. Aber Fett macht Fett. Genau, das ist es aber gar nicht. Aber wenn euch das noch ausführlicher interessiert, dann schaut am besten die anderen Perioden-Updates. Ja. Wir haben eine Wiedergabeliste, also eine Playlist gemacht. Dort müsstet ihr alle Videos finden. Und zu dem Essgestörten, also zu dem Zeitpunkt wussten wir ja nicht, dass wir essgestört sind. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt weiß. Wahrscheinlich merkt man es sowieso nie. Aber wir dachten, es wäre so normal. Wir sind auf dem richtigen Fitnessweg. Wir hatten einfach dieses Wissen nicht. Und deswegen haben wir auch gar nicht an eine Klinik oder so gedacht. Wir sind ja auch jetzt schon seit mehreren Monaten oder Jahren oder seit, weiß nicht, wieder seit im Aufbau und essen ganz normal. Überschuss, essen, keine Ahnung, 2,8 bis 3,5 oder so übertrieben jetzt. Also wir haben jetzt schon im Jahr ungefähr 14 Kilo? 13, 14 Kilo zugenommen. Und ich habe immer noch Streifen an der Schulter. Die Genetik ist gegeben. Also wir haben auch Trainingsplan angepasst und klar, es kommt auch Fett dazu, aber auch Muskelmasse. Weil damals waren wir solche Stöcke und ja. So, was sind die Nebenwirkungen von Amenorrhoe, also von keine Periode bekommen? Weil vielleicht denkst du dir so, sei doch froh, du hast deine Tage nicht. Dachten wir am Anfang tatsächlich auch. Deswegen sind wir auch relativ spät erst zum Arzt. Nebenwirkungen sind einfach, du bist unfruchtbar, kannst keine Kinder bekommen und vor allem auch die Knochendichte nimmt ab. Das heißt, ich glaube, bis 30, von 30 bis 40, also ab
30 bis 40 kannst du gar keine Knochendichte mehr aufbauen, sondern eigentlich nur noch halten. Sie nimmt eigentlich eher ab. Und Krass. bis dahin kannst du einfach deine Knochendichte aufbauen und das machst du zum Beispiel durch Krafttraining oder einfach, weiß Ja, nicht, also ist indem du Krafttraining, einfach. genau. Also Krafttraining auf jeden Fall eine gute Alternative. Also nur Krafttraining ist nicht schlecht für uns, wenn wir jetzt nicht siebenmal die Woche trainieren. Wir trainieren viermal die Woche und das ist, ich würde sagen, nicht überdurchschnittlich viel. Ja. Und das sind halt so die Folgen. Und dadurch wirst du einfach schneller brüschiger und bricht dir auch schneller was. Und es ist einfach im Alter auch sehr gefährlich. Osteoporose-Risiko steigt und alles ist eigentlich scheiße. Wie hat es angefangen? Schleichend oder von heute auf morgen? Also das hatten wir ja vorhin schon erzählt. Also, ja, alles hat damit angefangen, dass wir halt immer weniger gegessen haben. Wir sind halt. Alles fängt eigentlich damit an, dass ein Proteinsponsor auf uns zukommt und wir. Haben wir uns erst mit dem Thema beschäftigt, aber nicht tiefgründig genug. Und ja, deswegen, Leute, holt euch verschiedene Meinungen ein, lest euch wirklich genau ein, fragt uns, weil jetzt wissen wir alles, Leute. Wir haben jetzt auch die Fitnesstrainer B-Lizenz gemacht und wir coachen Leute. Deswegen erstmal den Link zu unserem Coaching findet ihr in der Wir Infobox. coachen wirklich alle Leute, also abnehmen, zunehmen, Muskelaufbau oder auch wenn ihr eure Periode verloren habt, können wir euch auch gerne mit an die Hand nehmen. So, wie kann man die Periode zurückbekommen? Einfach unbedingt Körperfettanteil erhöhen, also einen Kalorienüberschuss essen. Dann gesunde Fette essen mehr, ein also bisschen. 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Dann vor allem Stress vermeiden. Also, es ist halt auch bei uns jetzt trotzdem noch so, wir sind perfektionistisch, wir wollen alles perfekt im Zeitmanagement haben. Deswegen stressen wir uns selber, was einfach den Tag betrifft. Kompletter Stress. Und deswegen, weiß nicht, wir müssen es, oder ihr oder wir müssen es dann auch einfach mehr gelassener sehen und sich nicht wegen jeder Scheiße in Stress machen. Deswegen Stress reduzieren. Sport ist auch Stress. Deswegen jetzt nicht 8-mal die Woche trainieren, sondern wir haben es ja auf 4-mal die Woche reduziert. Wir haben zwar noch 2-mal die Woche Akrobatiktraining, aber wir ziehen das jetzt mal nicht dazu, sondern wirklich reines Krafttraining. Legt ihr eine Sportpause ein? Wir hatten im Dezember letzten Jahres eine Sportpause eingelegt, das waren 2 Wochen. Danach hat der andere übrigens ihre Periode wiederbekommen. Ob es jetzt daran liegt oder andere Umstände, man weiß es nicht. Ich denke mal, vieles hat zusammengetroffen. Und dann hatten wir es nochmal vor, wann war das? Vielleicht 1,5 Monaten, 2 Monaten gemacht. Ich glaube, das war im März, im Mai. Jetzt haben wir Juli. Da hat es nichts gebracht. Also das hat nichts gebracht, es hat sich dann trotzdem was gebracht im Endeffekt. Regeneration. Man ist ja auch dann trotzdem, man kommt trotzdem einen Schritt weiter wahrscheinlich. Und die Sportpause ist uns schon relativ schwer gefallen im Vergleich zu dem Dezember. Und jetzt, Leute, zur Frage, warum ihr überhaupt auf das Video geklickt habt wahrscheinlich. Hat sich mittlerweile irgendwas getan? Und ja, Leute, ich konnte es selber nicht glauben. Ich habe ja seit 940 Tagen meine Scheißperiode nicht mehr. Wirklich nicht annähernd, nicht irgendwas. 2,5 Jahre, das ist so Nicht mal krass. irgendwas. Und ich dachte mir so, wir wollen keine Hormone nehmen, das wisst ihr ja. Wie gesagt, schaut die Perioden-Playlist an. Und es ist alles natural möglich, Leute. Natural. Annabetta hat auch natural bekommen. Naturell, ja. Also, Ja, ihr wisst, was ich nicht meine. künstlich. Und ich glaube, es war vorgestern. Bin so abends oder bin so am Tag hatte ich schon so angefühlt so, ich weiß nicht, Mädels, ihr kennt das bestimmt. Es fühlt sich einfach so ein Druck. Ihr wisst ja, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine, oder? Genau. Und ich noch zu Annabelle in der Mittagspause so, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich poppe in die Tage, aber ich hatte sie nicht. So. Und ich wusste noch ganz genau, wie sich das anfühlt. Hatte ich schon so, naja, jetzt keinen braunen Ausfluss, aber keine Ahnung. Ich habe jetzt dabei gedacht, weil kann ja sein, dass ich nicht richtig hingeschaut habe oder ich achte da jetzt nicht so drauf. Ihr wisst ja, was ich meine. So, naja, Fakt ist, abends, als wir da waren, als ich dann nochmal auf Toilette war, war dann schon bräunlich Ausfluss und so leicht rötlich. Ich dachte mir so, okay, girl. Ich habe mich schon gefreut, weil ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass es das ist. Dann war ich nachts nochmal auf Toilette, weil ihr wisst, Leute, Problems. Ich glaube, viele Mädchen haben das, nachts nochmal auf Toilette gehen. Und dann war es auf jeden Fall rot und ich habe mir so, Digga, du hast deine Tage wieder. Oh my fucking goodness, girl.
Das Gefühl ist einfach so, so krass. Das hatte ich ja auch im Dezember. Ich hatte wirklich ein Grinsen im Gesicht. Am nächsten Morgen war es dann weg. Und ich mir so, okay, vielleicht kommt es ja noch oder so. Also es war ungefähr so wie bei euch, vielleicht beim letzten Tag oder so. Genau. Und dann war halt ein Tag nichts. Aber heute Nacht war dann wieder dasselbe. Also wieder rot und alles. Und deswegen, ich vermute mal einfach, dass das so Zwischenblutungen sind oder Schmierblutungen, wie man das nennt. Das haben auch manche, die Amenorrhoe haben. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr großer Schritt der Besserung. Das heißt, wir sind schon mal auf einem guten Weg. Weil es war ja wirklich 2,5 Jahre oder jetzt auf jeden Fall 2 Jahre so nichts, also wirklich so gar nichts, Leute. Also wenn ihr wisst, was ich meine, so nichts. So. Jetzt seit einem halben Jahr denkt man, okay, vielleicht kommt es bald, aber jetzt einfach boom. Ich nicht, aber Leute, sagt ihr mal sehen. Und mal schauen, was noch in Zukunft folgt. Also ich kann es ja hier drunter schreiben, wenn wir das Video erst in 2 Tagen hochladen oder so, ob noch was passiert ist. Ansonsten gibt es ein neues Update oder auf Instagram, Leute. Wie gesagt, da einfach folgen. Es freut mich einfach so sehr. Ich hatte auch die Nacht ein bisschen Unterleibschmerzen. Ich habe mich ein bisschen gefreut, muss ich sagen. Es hat sich wie früher angefühlt, aber jetzt nicht so heftig wie damals, aber es war nie ganz heftig. Wir hatten eigentlich relativ immer gute, ja, gute Schmerzen, sage ich mal, angenehme Schmerzen. Leute, das heißt, ich hatte sie wieder. Oder wie nennt ihr es? Wie würdet ihr sagen? Hatte ich sie wieder? Oder waren es nur Zwischenblutungen? Oder war es so eine halbe Periode? Zählt es? Mein Mikro ist leer. Wir wiegen wirklich 74 Kilo ungefähr. 73-74 Kilo. Das ist noch vor mehreren Monaten, vor ein, zwei Jahren, wirklich, keine Ahnung, 15 Kilo mindestens mehr. Und wir sind trotzdem viel mehr zufrieden mit unserer Form, weil wir trotzdem uns shredded fühlen, übertrieben jetzt. Shredded, wir sind jetzt nicht Wettkampf-ready, aber ihr wisst, was wir meinen. Wir haben einfach so fett Muskelmasse draufgepackt und trotzdem ernähren uns jetzt. Wir essen jeden Tag 2,8 Kalorien, sind damit in einer Woche im Überschuss und genau, ernähren uns wirklich auch mal was Ungesundes. Also es macht Leder, glaube ich, Leute. Und vor allem, aber hauptsächlich eigentlich clean. Und vor allem auch gesunde Fette oder allgemein Fette. Also wir essen jetzt auch mal Schokolade, die hat auch alles Fett. Und wir haben auch null schlechtes Gewissen, weil wir zum Beispiel, wir haben vorgestern eine Pizza gefetzt. Hat also null gejuckt. Ich meine, es ist ein Lebensmittel, was Nährwerte hat. So, entweder man baut es mit ein oder halt nicht. Aber auch wenn ihr in einer Essstörung oder irgendwas seid, Leute, es ist doch scheißegal, was ihr da esst, sage ich mal. Ist Also, halt so. ich meine, wow, Zucker oder so. Aber wenn ihr, also, wenn ihr jetzt nicht 3 Pizzen am Tag fetzt und ist genauso wie ein Proteinshake. Ein Proteinshake ist kein Zaubertrink. Ist einfach nur ein Shake, der besonders viel Eiweiß hat, was ja auf wenig Kalorien viel Eiweiß hat, was man gut einbauen kann. Aber wir, ja, trinken auch Proteinshakes, ja. Aber es ist auch einfach nur ein Lebensmittel. Es ist kein anderes Lebensmittel als eine Pizza. Es hat einfach ganz normal Nährwerte, Proteine, Kohlenhydrate, Fette. Und bei der Pizza sind dann immer mehr Fette dabei. Wie lange muss ich normal essen, bis ich meine Periode wieder bekomme? Also Leute, man kann das nicht genau sagen. Man kann es, also man weiß nicht, wie krass ist das, wie es dazu gekommen ist, wie irgendwas ist. Manchmal ist auch, wenn die die Pille absetzen. Aber wir haben wirklich sehr lange einfach scheiße wenig gegessen. Sorry für die Begriffe hier in dem Video. Deswegen dauert es bei uns auch wahrscheinlich länger als bei jemandem, der vielleicht, weiß nicht mal, 2 Monate wenig gegessen, aber das kam, aber von 2 Monaten kommt es vielleicht auch nicht, je nachdem, wie empfindlich man ist. Es kommt wirklich auf den Körper individuell an. Wir arbeiten jetzt schon seit vielleicht 1,5 Jahren dran mit Normalessen, Supplementierung. besondere Supplementierung und alles. Aber wie gesagt, es kann wirklich Jahre dauern. Das war's, würde ich sagen. Schaut gerne, wie gesagt, bei den anderen Social Media Plattformen vorbei. Dort haben wir auch unsere Story Highlights, unsere ganzen Supplemente aufgezählt. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Und ja, lasst Das gerne ein Like war's. da, Leute. Schreibt gerne einen Kommentar. Das ist ganz wichtig für den Algorithmus. Und ja, wir freuen uns drüber. Also, ciao. Tschüss.